Hallo, du geile Katze! Schön, dass du dir dieses Video anschaust. Mein Name ist Nick, das hier ist Nick Jersey TV und ich zeige dir heute, worauf du achten musst, um gefälschte Jerseys von echten Jerseys unterscheiden zu können. Wenn du jetzt denkst, boah, jetzt macht er schon wieder ein Video mit Brady Jerseys. Dann tut mir das sehr leid, aber da habe ich nur mal ein Original und ein gefälschtes, weil mehr gefälschte will ich eigentlich auch gar nicht haben. Aber da habe ich eine Lösung für dich. Denn hier trage ich einen Lamar Jackson Jersey und dazu gibt es bereits auch ein Video. Einfach mal hier oben in der Ecke gucken. Bevor wir nun aber zu dem eigentlichen Inhalt dieses Videos kommen, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Zukünftig wird es so sein, dass ich immer samstags um 10 ein Video hochladen werde. Also hoffentlich immer samstags um 10. Es könnte sich auch mal verschieben, sollte das passieren. Werde ich das aber zum Beispiel auf Instagram ankündigen. Jetzt sagst du vielleicht, Nick, aber du hast doch bis jetzt immer 2 Videos hochgeladen. Ja, das ist richtig, aber da ich das ja hier nicht hauptberuflich mache, das eigentlich auch mehr so ein Hobby gerade noch ist und erst noch wachsen muss, muss ich natürlich gucken, dass ich dieses Hobby mit meinem Privatleben ein bisschen in Einklang kriege. Und das schaffe ich aktuell ganz gut. Aber durch Corona und Homeoffice hat man natürlich viel mehr Zeit und es wird ja nicht ewig so weitergehen. Von daher sage ich lieber, ich gehe jetzt gleich auf ein Video die Woche. Das kann ich garantieren, dass ich das meistens schaffen werde. Vielleicht kann es da auch mal eine Ausnahme geben. Werde aber auch mal, wenn ich Bock habe, dann trotzdem wieder 2 Videos die Woche hochladen. Nur mein Plan ist es jetzt, auf jeden Fall für euch Samstag um 10 ein Video bereitzustellen. So, dann aber zum Thema des Videos. Echt gegen gefaktes Trikot. Kurze Vorgeschichte. Ich war auf der Suche nach einem Tom Brady Patriots Limited Jersey, weil ich das noch nicht in meiner Sammlung hatte. Leider war ich damals so dumm und habe es mir nicht gekauft, als es noch überverfügbar war. Und habe immer gewartet, habe gesagt, ach, kannst du noch kaufen, kannst du noch kaufen. Ja, dann ist Brady gewechselt zu den Tampa Bay Buccaneers und auf einmal waren die Trikots alle weg. Und dann fängst du an zu suchen. Und wo suchst du meistens, wenn du hier in Deutschland wohnst? Bei eBay Kleinanzeigen. Und bei eBay Kleinanzeigen wurde ich auch fündig. Und die Bilder haben auch gezeigt, dass es ein Original Limited Jersey sein wird. Aber als es ankam, wurde ich dann eines Besseren belehrt. Ich habe nämlich ein schönes Fake Jersey bekommen. Ich muss zwar sagen, dass ich ganz kurz gegrübelt habe, ob es nicht doch original ist, aber dann, als ich genau hingeguckt habe, war mir klar, nein, das ist kein Original. Damit dir das nicht auch passiert, werde ich dir jetzt zeigen, worauf du achten musst. Klar, wenn du wie in meinem Fall dir die Bilder anguckst, schon das Wissen hast und da einfach jemand auch falsche Bilder reinstellt, dann kannst du nichts machen. Aber wenn es dann zu dir nach Hause kommt, kannst du es ja erkennen. Und da du ja aufgepasst hast, was ich dir bereits erklärt habe, dass du auf jeden Fall immer mit PayPal zahlen sollst, wenn du online irgendwas bezahlst, kannst du dann natürlich von deinem Käuferschutz profitieren. So, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ihr findet ein Trikot bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, denkt euch so, ob das original ist, dann gibt es einen ganz einfachen Weg. Schreibt den Verkäufer einfach an und sagt, ihr wollt ein Bild von dem Schild an der Seite des Jogtags haben. Wenn es ein guter Verkäufer ist, dann weiß er das sowieso schon und hat das schon mit hochgeladen. Wenn es ein echtes Trikot ist, wird er euch das natürlich sofort zuschicken. Und wenn er sagt, da ist keins drin, na, dann könnt ihr eigentlich schon sicher sein, dass es ein Fake-Trikot ist. Dieses Schild findet ihr hier auf der Seite, wo das Jogtag ist, im Inneren. Das besteht aus dieser Wascheinleitung und darunter haben wir dann noch ein kleines Schild mit Nike und so einer Art Seriennummer. Wenn das nicht drin ist oder nicht zu finden ist oder er euch sagt, nee, das ist nicht drin, weil das habe ich rausgeschnitten, das hat mir am Bauch gejuckt oder so, ach Schmarrn. Wenn das nicht drin ist, dann ist das Trikot auch auf jeden Fall gefaked. Ich kenne kein echtes Trikot, was das nicht drin hat. Also merken, Schild nicht drin, fake. So, dann kann ich mich eigentlich nur bei dir bedanken, dass du dieses Video geschaut hast. Gönn dir noch einen wundervollen Tag, bleib auf jeden Fall gesund und nein, Spaß. Es gibt natürlich noch andere Sachen, auf die man achten muss. Denn auch die findigen Fälscher sind ja nicht dumm. Wenn die wissen, die Leute achten auf das Etikett da innen drin, na dann sind die generell so schlau und denken sich, ich doch das Schild einfach auch rein, wenn ich eh schon alles fälsche. Und deshalb im Schnelldurchlauf für euch noch ein paar Sachen, auf die ihr noch achten müsst. Seid mal ehrlich, wenn ihr so von der Ferne guckt, was seht ihr da schon für große Unterschiede? Ich glaube, ich würde aus der Ferne das nicht unbedingt erkennen. Aber wenn man genauer hinguckt, dann kann man Unterschiede sehen. Einer der Unterschiede ist vielleicht für euch hier schon erkennbar. Und zwar sind die Nummern unterschiedlich groß. Bei dem Fake Jersey sind die Nummern circa 2 cm in der Höhe und in der Breite kleiner als beim echten Jersey. In dem Fall hier bei dem Patriots Jersey ist es auch so, dass beim echten Limited Jersey die Umrandung des Logos hier mit so einer blauen Naht umrandet ist und beim gefakten Jersey einfach nur in weiß. Außerdem, ihr seht es vielleicht, kann man dieses Logo hier ganz einfach zusammenknicken. Das ist nicht unbedingt aus einem härteren oder besseren Stoff, das ist einfach nur hier ausgeschnitten und rangenäht. Wohingegen bei dem echten Limited Jersey ist das hier schon ziemlich fest, also man kann es hier zwar auch knicken und so, aber das ist so ein richtiges Wappen und ein Emblem, was hier aufgenäht wurde. Beim Nike-Logo sieht man einen weiteren Unterschied. Hier fein säuberlich beim echten Jersey eingestickt. Hier einfach irgendeinem Logo nachträglich heraufgestickt. Auch beim Schriftzug und beim Logo hier auf der Brust deutliche Unterschiede. Bei dem originalen Jersey sieht man, dass es Patriots ein sauberer Schriftzug ist als bei dem Fake, wobei der Unterschied da nicht so riesig ist. Aber wenn man auf das Logo achtet,
Dann sieht man auch da, dass bei dem Fake Jersey das Gesicht vom Patriots Logo gar nicht richtig ausgearbeitet ist. Und der Stern, weiß ich nicht, ob sie da den Stern auch von der Tastatur irgendwie genommen haben. Auf jeden Fall ist er beim Original Jersey auch da sehr sauber und entspricht dem Original Logo. Wirklich grauenvoll ist der Unterschied beim NFL Shield am Kragen. Und das ist auch das erste, was mir aufgefallen ist und mich stutzig gemacht hat. Hier, ihr kennt es, das metallicfarbene NFL Logo. Hier auf der Seite auch metallicfarben. Aber hier besteht das eher aus Gummi und die Naht ist halt auch total schief. Ich habe die Trikots zwar jetzt hier auf einem Bügel und ein bisschen weit weg von euch, aber wenn man genau hinguckt, sieht man hier, dass hier hinten das Etikett im Nacken drin ist, nochmal mit der Größenangabe und wo das Trikot herkommt. Hier beim Gefälschten erkennt man das nicht gleich. Und man muss sich tatsächlich auch auf die Suche begeben, um es zu finden. Dann ist es hier ganz weit unten. Keine Ahnung, warum sie sich entschieden haben, das hier so tief runterzunähen. Dafür werden sie auch ihre Gründe haben, dass man das nicht gleich sichtbar hat. Auf jeden Fall auch ein weiteres Indiz dafür. Zumal, wenn ihr mal auf das Etikett guckt, dann seht ihr, dass da steht NFL Players. Beim Original Limited Jersey steht da aber NFLPA. Und wenn ihr dann immer noch nicht überzeugt seid oder immer noch nicht sicher, dann könnt ihr auch mal das Jog Tag angucken. Beim Originaltrikot ist es in so einem dunkelgrau. Und ihr seht auch hier, dass es so ein bisschen hin und her reflektiert. Beim Gefälschten ist es in einem ziemlich hellen Grauton und reflektiert auch nicht so wirklich. Da muss ich euch aber sagen, auf Fotos ist es bei meinen Originaltrikots auch so, dass die immer aussehen wie diese Fake Jog Tag. Also das ist nicht das Hauptmerkmal, wenn ihr ein Foto auf eBay seht, wo ihr sagen könnt, okay, das ist Fake oder das ist real. Aber wenn es vor euch liegt, dann werdet ihr auch da einen deutlichen Unterschied erkennen. Was ich euch bereits auf der Vorderseite gesagt habe mit der Nummer, zieht sich auf der Rückseite auch weiter so durch. Außerdem seht ihr auch, dass der Brady-Schriftzug deutlich verschieden ist. Beim originalen Trikot sind die Öffnungen bei den Buchstaben wie dem B oder dem D deutlich größer als bei dem gefälschten. Wohin die Buchstaben hier bei dem originalen Trikot auch sehr glatt sind, also im Inneren der Naht, sage ich mal, sieht man hier, dass irgendein kräuseliger Stoff verwendet wurde bei dem gefakten Schild. So, das waren die äußeren Merkmale, wie ihr so ein Fake spotten könnt. Denkt immer daran, Regel Nummer 1, ist das Schild im Trikot vorhanden? Wenn nein, dann Fake. Sollte es drin sein und ihr seid dann immer noch misstrauisch, dann könnt ihr die anderen Punkte abarbeiten. Ihr könnt natürlich auch den Verkäufer nach einer Rechnung fragen und nach ganz vielen weiteren Bildern. Ich sag mal so, wenn er das Ding verkaufen will, dann wird er euch auch die Bilder schicken. Wenn er schon selber weiß, dass es Fake ist, dann wird er vielleicht selber sagen, ach ja, ich bin gerade auf Arbeit und ich kann das nicht schicken und sonst was, dann würde ich sowieso immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn er das Trikot verkaufen will, er weiß, das ist original, dann wird er euch ja auch irgendwie noch mehr Bilder schicken können. Unabhängig von diesen ganzen äußeren Merkmalen gibt es aber auch noch andere Merkmale, wie ihr einen Fake spotten könnt. Reden wir zum Beispiel über den Preis. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Patrick Mahomes Jersey. Ein Patrick Mahomes Limited Jersey. Neu. Findet ihr auf den Seiten, die ich so bevorzuge wie Tars, Toppers oder den NFL Euroshop in einer Preisspanne von 130 bis 160, 170 Euro ungefähr. Und jetzt geht ihr zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen, guckt da durch und seht Patrick Mahomes Jersey neu 40 Euro. Und dann am besten noch mit originalen Etiketten dran. Ja, mal ehrlich, da würde ich mich doch auch fragen, warum sollte jemand das Trikot kaufen und dann euch für 40 Euro verkaufen? Also Leute, denkt mal nach. Das macht keinen Sinn, merkst du selber, oder? Und dann guckt man so die Beschreibung durch und dann liest man manchmal auch so geile Sachen wie, ja, ich habe das Trikot in den USA bestellt und die Größe, die haben die Größe falsch geliefert und eine Rücksendung ist so teuer. Und jetzt werde ich das nicht los, deswegen verkaufe ich das hier für 40 Euro. Ja, genau, du Keck. Du bestellst es in den USA für 150, 160 Dollar. Lässt es dir herliefern, es passt dir nicht und du verkaufst es für 40 Euro bei eBay. Na klar, weil du die Wohlfahrt bist und wir haben ja alle Geld zum Wegschmeißen. Hey! Ey, lass dich von solchen Leuten nicht verarschen. Anders ist es natürlich, und das hatte ich tatsächlich mal, dass jemand sich was bestellt hat, hat meinen Rat aus einem der letzten Videos nicht befolgt und erstmal geguckt, was er für eine Größe hat, hat aus den USA bestellt, hat ihm nicht gepasst, dachte er so, scheiße. So, der Rückversand in die USA mega teuer. Dann hat er halt 30 Euro auf den Originalpreis Rabatt gegeben, hat es reingestellt, hat mein Interesse geweckt, hat mir auch die Geschichte erzählt. Da war es für mich auch nachvollziehbar. Es war auch ein Originaltrikot und dann habe ich es gekauft. Klar, solche Fälle gibt es. Der wird euch doch nicht nur, weil er es nicht in die USA zurücksenden will, ein Trikot für 40 Euro geben. Also nein, dann ist auch so geil, das sehe ich auch immer wieder, dass Leute Trikots anbieten, die es nicht mal gibt. Also irgendwelche komischen Spezialversionen. Ich habe auch gesehen, irgendwie so ein Kansas City Chief Trikot in Gelb und dann trotzdem mit Super Bowl Logo und hast du nicht gesehen. Also vom Feinsten. Und ich denke mir so, hä, das Trikot gibt's doch gar nicht. Und dann guckst du halt nach irgendwie bei der offiziellen NFL-Seite. Und siehst du, nee, so ein Trikot gibt's gar nicht. Und dann mache ich mir ja den Spaß und schreibe die Leute an und sage so, ey, sag mal, wo hast du das Trikot her? Und ja, ein Geschenk von meiner Cousine, die wohnt in Kansas und hast du nicht gesehen. Die Leute werden immer kreativer, aber es ist nichtsdestotrotz ein Fake. Also für eBay gilt, seid ihr euch unsicher, fragt nach dem Schild, lasst euch noch mehr Bilder zuschicken. Guckt auf die Bewertung von demjenigen. Ich kann wirklich sagen, zu 90% hat der eine scheiß Bewertung, dann verkauft er meist auch Fakes. Hat der eine gute Bewertung,
dann bin ich mir da schon ein bisschen sicherer. Fragt denjenigen, ob es zu 100% original ist. Wenn ihr es gemacht habt, habt ihr auch den Nachweis, dass ihr euch da nochmal vergewissert habt. Und wenn ihr dann mit PayPal zahlen dürft und auch noch mit dem Käuferschutz, dann seid ihr auf der sicheren Seite, da kann euch nichts passieren. Wenn derjenige das nicht will und sagt so, nee, er will es per Überweisung oder er will nur, dass ihr mit Freunden zahlt, seid vorsichtig, seid nicht so gutgläubig und vor allem nein, es gibt kein komplett neues Jersey, Mahomes, Lamar Jackson, Brady mit über 50% Rabatt. Also selbst 30% Rabatt ist ja schon Wahnsinn. Warum sollte man sich so ein neues Trikot holen und das für so günstig hergeben? Selbst wenn ich das geschenkt bekomme und nicht haben will, dann informiere ich mich doch vielleicht über den Preis und stelle es ein bisschen günstiger rein, weil ich werde es auch so verkaufen. Und abseits von eBay, da gibt es auch ganz, ganz komische Webseiten. Da hatte Kollege Tommy von Tommy Hawk schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch hier unten auch drin, wo er auf verschiedene Webseiten eingeht, die Trikots verkaufen, auch für einen Spottpreis. Alles wirklich super gut nachgebaut. Also sieht aus wie der original NFL-Shop. Man sieht aber an manchen Stellen dann halt trotzdem, was da falsch ist. Guckt euch das Video einfach mal an. Ich habe von einem Abonnenten, Grüße an dieser Stelle, den ich nämlich auf ein Fake-Jersey angesprochen habe bei eBay Kleinanzeigen und der es eigentlich selber auch nicht wusste. Er hat es dann auch sofort rausgenommen, hat sich entschuldigt. Fand ich schon mal richtig cool. Aber da habe ich erfahren, woher das Trikot hat. Und das Geile ist, dass dieses Trikot einfach bei Instagram aufgeploppt ist. Und ich habe mir die Seite angeguckt, ne? Die sah wirklich aus, original wie der NFL-Shop, hatte halt aber irgendeine ganz famose URL und da hat er halt das Trikot bestellt im guten Glauben. Kauft nicht Trikots auf solchen Seiten. Tars, Toppers, Fanatics, NFL-Euroshop, Bildshop, Zalando, Nike und wie sie alle heißen. Dazu kommt auch nochmal ein gesondertes Video. Da habt ihr doch schon genug Optionen und da findet ihr auch richtige Preise und nicht diese Fake-Preise. 30, 40 oder 50 Euro, absoluter Schmarrn. Und ganz, ganz schlimm ist Amazon. Was auf Amazon abgeht, also da sind alle möglichen Trikots auch für Spottpreise, genau diese Preise, die ihr nicht kaufen solltet. Da wird das Trikot irgendwo aus, weiß ich woher kommen. Die sind fake. Anders kann ich mir auch nicht erklären, wenn man mal auf die Webseite geht und sich die Trikots anguckt, werden halt Nike-Logos oder auch hier das Jogtag und so verwischt. Wahrscheinlich damit Nike nicht darauf aufmerksam wird und irgendwelche Copyright-Verletzungen da anstößt. Warum das überhaupt auf Amazon ist, keine Ahnung. Geil ist auch, und das habe ich auch schon gesehen, dass sich andere YouTuber genau diese Trikots auf Amazon empfehlen. Die sagen dann, ja, ich glaube schon, das ist original. Oder, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja wenigstens günstig und ist ja genauso wie das Original-Trikot. Aber warum machen die das wohl, hm? Ach ja, Affiliate-Links. Die empfehlen euch das, ihr kauft das, die kriegen Provision. Und wenn man ein bisschen gut recherchiert, dann weiß man, dass Amazon gerade auf Textilien bis zu 10% Provision zahlt. Aber hey, lasst die Finger davon. Ich kann verstehen, so ein Limited-Jersey ist halt verdammt teuer und vielleicht will man unbedingt ein Trikot haben. Ich kenne es noch selber als Student, ne? Da konnte ich mir nicht einfach nebenbei mal irgendwie ein Trikot kaufen. Aber dann sollte man vielleicht 1, 2, 3 Monate sparen, um sich den Wunsch zu erfüllen, wenn man das haben will. Aber mit so einem Fake-Trikot tut ihr euch keinen Gefallen. Die Nähte sind total unsauber und auch die Chemikalien, die in dem Ding drin sind. Also ich kann nur sagen, bei meinem Fake-Jersey, was ich bekommen habe, als ich das angefasst habe, hat sich meine Hand gerötet und ich habe hier Pusteln an der Seite bekommen, als ich dann mit meiner Hand hier angefasst habe. Und das ist keine Seltenheit. Generell sollte man natürlich neue Sachen immer waschen, aber ich möchte nicht wissen, was da drin verarbeitet war. Ich hoffe, ich konnte dir nun mit diesem Video ein bisschen näher bringen, worauf du achten sollst. Nicht nur beim optischen, haptischen, am Trikot, sondern auch generell im Internet. Lass dich bitte nicht verarschen von diesen ganzen Idioten. Wenn du dir richtig unsicher bist und meine Punkte befolgt hast und dir immer noch nicht sicher bist, dann kannst du mir auch gern den Link auf Instagram oder auf Twitter oder hier unten, weiß ich nicht, ob ich das so gut anklicken kann, kannst du mir einfach schicken. Poste den. Ich werde mein Bestes geben, mir das zeitnah anzugucken und dir ein gutes Feedback zu geben. Und ich bilde mir auch ein, dass ich zu 90% erkennen kann, was fake ist und was nicht. Dann kann ich an dieser Stelle nur noch sagen, danke, dass du dieses Video geschaut hast. Gönn dir noch einen wundervollen Tag, bleib gesund und ciao!